Naja, ich habe schon 5 Eisenerz. Eigentlich kann ich die auch jetzt braten, wobei dann habe ich wieder nur eine Spitzhacke. Da hinten ist ein Pilz, den will ich. Den will ich mitnehmen. Kann ich mir hier mal kurz... So. Den Pilz. Den... Hier sind sogar... Oh, und dann noch Eisen. Oh, noch mehr Eisen. Jawohl. Und da geht noch ein Gang weiter. Jetzt eins nach dem anderen. Ich nehme die Pilze mit. 4 Stück. Sehr gut. Und jetzt Eisen hier. Ach Mann. Abgerutscht. So. Da gibt es noch mehr. Oha. Gut, damit ändern sich die Pläne und ich bin komplett verschwenderisch mit der Kohle. Ich habe eher 1,5 Stacks. Ich mache noch eine Workbench. Komm, ich habe auch genug Holz. Jetzt gönne ich mir's. Hier, wenn ich einen Diamant in der Wand sehe, dann kann man sich auch mal was gönnen. Und zwar mache ich jetzt 3 Eisenspitzhacken, aber zuerst brauche ich einen Ofen. So. Und dann kommen hier die 9 Eisen rein und 2 Kohle. Man braucht ein Kohlestück für 8 Erze. Das heißt, die eine Kohle ist für 8 Stück und dann ist noch eins übrig. Das heißt, die eine Kohle, oder die zweite Kohle hier, die verbrennt dann ein Eisending und dann verbrennt sie unnötigerweise, aber komm, egal. So, sobald wir 3 Eisen haben, also gleich, her damit. Jetzt gibt es eine neue Spitzhacke. Jawohl. Und jetzt mal gucken, wie viele das sind. Das sieht schon mal gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Aha. Aha. Das sieht nach 5 Blöcken aus. Ich grab mal hier so ein bisschen. Mindestens 5. Vielleicht sind noch welche drunter. Aber ich glaube nicht. 5 sind schon echt viele. Komm, ich baue sie jetzt ab. Da wird schon keine Lava irgendwo runterfließen. Oder unten drunter sein. Oh, noch einer. 6 Stück. Oh, geil. 6 Diamanten. Okay, das ist schon echt. Da kann man 2 Spitzhacken theoretisch draus machen. Und wir haben nochmal 3 oben im Haus. Das heißt, wir haben 3 Diamantspitzhacken. So, rein theoretisch. Mal gucken, 2 Eisen noch. Jawohl. Wenn die fertig sind, dann mache ich gleich... Ja, jetzt die Kohle, die verbrennt ein Eisenerz. Naja. Wenn das fertig ist, dann nehme ich alles wieder mit. Aber vorher mache ich mir dann, den kann ich schon mal abbauen. Boah, dauert das lang. So, jetzt aber hier, guck mal. Nochmal 2 Spitzhacken. So, schön übereinander. Boah, geil. 6 Diamanten, schon 1,5 Stacks Kohle. Das ist doch ziemlich erfolgreich hier. Die Workbench nehme ich wieder mit. Jawohl. Und dann geht's mal ans Redstone abbauen. Das dauert extrem lang. Das ist natürlich blöd. Dafür kommt dann einiges dabei raus. Das ist doch dann immerhin ein kleiner Trost. Aus einem Block kommen... Oha! 4 und 5 kamen jetzt raus. Also... Ja, hier. Hier sind es auch 5 gewesen. Gar nicht schlecht. So. Ja, Redstone abbauen. Dauert sehr lange. Ich weiß auch nicht, wofür wir das überhaupt brauchen. Vielleicht für die Redstone-Tür irgendwann mal. Aber wenn wir schon mal da sind und das Tool dabei haben, dann nehmen wir es halt mit. Vielleicht nicht jeden Block. Aber... Oh, Gold. Gold nehme ich auch gerne mit. Wer weiß, vielleicht braucht man es mal. So. Gerade für Powered Rails oder sowas. So. Da geht's auch nach oben. Da müssen wir natürlich dann hin. Okay, ich habe noch 1 Stack Fackeln. Da muss ich natürlich gucken, dass wir denen ausgehen. Ich habe natürlich auch noch Kohle und Holz. Oh, guck mal an, noch ein Diamant. Das geht ja richtig ab hier. Wie viele sind's? Einer? Einer ist besser als keiner. Damit haben wir schon 7. Ich grab noch ein bisschen rum, nicht, dass ich hier welche übersehe. Das war der einzige. Aber... und hier war ich schon. Okay. Ein Diamant. Diamant ist gut. Okay. Hier würde ich vielleicht das Wasser ein bisschen eindämmen.
Am besten hier so an der... an dieser Kante. So. Genau. Dann können wir hier besser durchlaufen. Da geht's runter. Da hat's noch Eisen, sehe ich. Okay. Aber dann mache ich hier auch mal zu. Bisschen ausleuchten noch. Geht's hier noch weiter? Natürlich geht's hier noch weiter. Ich hoffe nicht allzu weit. Da ist Eisen, das habe ich gesehen. Okay, hier hört's auf. Gut. Ich will alles mitnehmen hier, was es gibt an sich. Wobei ich natürlich auch nicht zu lang jetzt in der Höhle rumlaufen will. Ich will ja auch wieder raus an die Oberfläche. Ich will ja weiterbauen. Aber man muss auch mal in die Höhle gehen. Rohstoffe haben uns wirklich dringend gefehlt. Wir hatten ja wirklich... Ich habe mein letztes Eisen vorhin verbraucht. Und... Naja, Diamanten hat man 3 Stück, aber... Und wir haben eine Diamantenspitzhacke. Diamanten ist jetzt nicht das Problem. Und eine Rüstung würde ich sowieso nicht da draus machen. Ja, aber generell. Rohstoffe, die schaden ja nicht. Und wie viel Stein hatte ich eigentlich? Warte mal, jetzt gucke ich da mal rein. Oder wie viel habe ich jetzt? 1,5 Stacks. Ja, das ist auch schon mal was. Da kann ich ein bisschen anfangen, für das Dach ein paar Blöcke zu machen. Oder Treppen. Oh. Da muss ich hintergehen. Wenn da so Rohstoffe sind, dann gehe ich da nach hinten. Das ist doch klar. Die an der Decke weiß ich nicht, ob ich die hole. Aber vielleicht schon. Aber es dauert mit der Diamantspitzhacke genauso lang. So. Komm. Die 2 Blöcke, die nehmen wir noch mit. Dann ist noch ein bisschen Eisen. Oh, doch noch einer. Zu früh gefreut. Jawohl. Und noch 2 Eisenblöcke. Einer ist verbrannt. Perfekt. Das kommt, das Redstone lasse ich jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Brauche ich eh nicht. Wie viel habe ich davon jetzt? 1,5 Stacks. Reicht locker. Na gut, ich nehme alles außer Redstone mit. So. Soll ich wieder nach oben gehen? Könnte ich eigentlich. Ich wollte doch nur ein bisschen Kohle holen für den Sand. Und die habe ich jetzt. Und ich habe auch noch Diamanten und anderes Zeug. Wie viel Eisen habe ich? 4. Na gut, ich habe mir lauter Tools gemacht. Ja, Eisen habe ich echt wenig. Ich könnte natürlich mal... Oh, ich könnte hier mal den Wasserfall hochschwimmen. Übrigens meine tägliche Morgenroutine. Der Witz ist uralt. Vielleicht habe ich den sogar schon mal gebracht. Keine Ahnung. So. Gucken wir mal. Gibt's hier noch was? Vielleicht Kohle. Ja, Kohle habe ich schon. Einiges. Da oben gibt's Eisen, das nehme ich mit. Wie viel Kohle habe ich? Ich brauche halt 1 Stack Kohle für den Sand, ne? Vielleicht sollte ich doch noch was mitnehmen. Vielleicht nicht die, weil die ist so am Hang und dann fällt alles runter. Wobei, mal gucken. Da, wo war das Eisen? Hier. Jawohl, und Lava gibt's hier oben. Bloß nicht reinfallen. So. Da oben gibt's auch noch Eisen. Aber da komme ich so schlecht dran. Ist hier auch noch was vielleicht? Nee. Boah, aber voll die große Höhle. Da muss ich jetzt schon noch durchlaufen. Die wird ja immer größer. Da unten gibt es Gold. Gold haben wir jetzt noch nicht. Oh, und Eisen, sehr gut. Komm, das nehme ich beides mit. Gold nehme ich immer gern. Oh, noch mehr. Sehr gut. Und Eisen natürlich auch. So.
Boah, das ist ein riesiger Raum hier. Den sieht man wahrscheinlich gar nicht richtig in der Aufnahme. Aber guck dir mal an, wie groß dieser Raum hier ist. Und da gibt es einiges an Eisen. Ich sollte aber echt mal wieder hoch, so langsam. Ich glaube, ich baue hier noch ein bisschen das Eisen ab. Und dann gehe ich. Ich weiß auch gar nicht, also ich muss mich hochgraben oder zumindest hier irgendeinen Ausgang suchen, weil ich finde bestimmt nicht mehr zurück. Ich sag die ganze Zeit, ja, ich gehe jetzt raus und dann gehe ich weiter. Komm, Eisen ist wichtig. Eisen nehme ich mit. So. Hm, da kommen wir nicht hin. Dann machen wir so. Der Kies ist ja zu sonst nichts zu gebrauchen. Ist da oben noch was? Ne. Okay. Und hier hört es der Gang auf. Oh. Da hat man kurz die Koordinaten gesehen. Ich habe schon aus Reflex F3 gedrückt. Ich habe jetzt die Koordinaten nicht gelesen tatsächlich, weil ich weiß nämlich nicht, bei welchen Koordinaten das Haus ist. Und das will ich eigentlich auch so lassen. Damit ich mich so ein bisschen ohne Koordinaten zurechtfinden muss. Das wäre doch eigentlich mal cool. Als Challenge. Weil sonst denkt man halt immer, ja, ich grab mich irgendwo raus und dann... Koordinaten, zack, dann bin ich wieder zu Hause. Aber wenn man sich mal wirklich so die Welt angucken muss und gucken muss, wo geht's nach Hause, kenne ich hier irgendwas, finde ich eigentlich auch cool. Deswegen probiere ich es mal. Bisher habe ich noch nie auf die Koordinaten drauf gedrückt, aber jetzt schon. Einfach aus Reflex. So. Jetzt gehe ich mal nach oben. Auf dem Weg nach oben, wenn ich Eisen sehe, nehme ich es natürlich mit. Also... Das lasse ich natürlich dann nicht liegen. Das geht ja nicht. Aber ich gucke jetzt mal. Ich gehe nicht in irgendwelche Nebengänge rein oder so, sondern... Ah, das wird mitgenommen. Da sehe ich doch noch mehr Eisen. Ja, hier. Das wird auch mitgenommen. Sehe ich da noch mehr Eisen? Ja. Tatsächlich. Es wird auch mitgenommen. Wenn es so weitergeht. Mal echt, wie viel habe ich denn jetzt schon? 49. Okay, ich dachte, ich hätte mehr, muss ich sagen. Aber da gibt es auch noch mehr. Ich dachte, es wären mehr als 49. Aber 49 sind besser als nichts. Da an der Decke gibt es was. So. Komm, und hier geht es so ein bisschen hoch, dann gehe ich den Gang jetzt entlang. Nee, Kohle muss jetzt echt nicht mehr... Ach, guck mal, da wollte ich ursprünglich lang, dann bin ich da jetzt auch. Naja, das passt dann ja. Und hoffentlich geht der Gang ein bisschen hoch. Es geht runter. Ja, dann grabe ich mich einfach hoch. Ist jetzt egal. Dann gibt es auch noch ein bisschen Stein, den brauche ich sowieso. So. Jetzt wird es sehr dunkel, ich mache hier meine Fackel hin. Und weiter geht's. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich mich in die richtige Richtung hochgrabe oder wo ich jetzt am Ende rauskomme. Ich hoffe einfach, dass ich ein bekanntes Terrain sehe irgendwo. Das wäre schön. Ich weiß auch gar nicht, wie tief ich war. Ich dachte, ich wäre jetzt relativ hoch wieder gegangen, durch diesen Gang, der so weit hoch ging, aber irgendwie nicht. Oder ich bin gerade in einem Berg. Das wäre natürlich blöd. Und ich weiß auch gar nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ich habe keine Uhr dabei oder so. So. Oh, und natürlich ist es Nacht. Was denn auch sonst? Ah. Hier habe ich mal Holz geholt. Bei Nacht. Deswegen stehen da überall Fackeln auf dem Boden. Und ich glaube, diese Fackel da... Wo bin ich denn jetzt genau rausgekommen? Einfach hier aus dem Boden.
Hier geht es, glaube ich, in Richtung Skelettfarm. Und diese Fackel da oben, die steht direkt beim Haus auf dem Berg. Das heißt, wir sind fast zu Hause. Perfekt. Ups. So. Ist es gerade... Okay, es ist Mitternacht, ist schon vorbei. Das ist gut. So. Da hinten ist unser brennender Wald. Wunderschön. Das sind ganz viele Signalfackeln. So, ach ja, guck mal. Und hier gibt es auch die Leiter. Es gibt eine Leiter, die hier auf den Berg hochführt. Und halt natürlich auch wieder runter. Ist die... Ne, die ist weiter vorne hier, oder? Ich hoffe, man sieht jetzt ein bisschen was. Wo ist denn meine Leiter? Ach, da drüben. Schon dran vorbei. So. Ach ja. Jetzt können wir mit unserer Ausbeute heimkehren und mal alles in die Öfen reinschmeißen. Ich kann mal gucken, ist jetzt was passiert? Sind hier Bäume? Oh ja. Wie viele? 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Immerhin. Okay, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Der hat hier die Fackel kaputt gemacht. Aber ist nicht so schlimm. Das können wir irgendwann mal gucken. Vielleicht machen wir dann die Lichter auch an den Baum dran. Oder generell an die Bäume. Mal sehen. So. Jetzt kann ich endlich den Sand schmelzen. Ich sortiere jetzt mal so ein bisschen. Ich glaube, das hier war so die Stein- und Erde- und so Zeugtruhe. Und auch Rohstoffe. Hier habe ich auch nochmal 4. Guck mal, jetzt ist doch fast ein Stack Eisen. 22 Gold, auch nicht schlecht. 7 Diamanten. Dann so Holz und so Zeug ist hier. Und da kann ich auch die Pilze reintun. Und der Kies, der kommt hier dazu. Hier gibt es sogar schon. Genau, und dann gibt es hier die Truhe. Da sind die Rohstoffe drin. Kommt der Diamant, der kommt an die erste Stelle. Machen wir so. Und den Rest, den muss ich erstmal einschmelzen. Da kann ich mal gucken. 8, 16, 24. Und hier brauche ich 8. Und dann haben wir noch, genau, das mache ich jetzt mal. Ich schmeiß mal hier das Eisen rein. Und hier das Gold. Und jetzt hole ich mir 8 Stacks Sand. Und die restliche Kohle, die kann eigentlich hier rein. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das wird jetzt hier reingefüllt. Ich kann auch die Kohle schon mal aufteilen in 8er Stacks. Dann kann ich mir das nachher sparen. 8 und 8. Dann hier auch wieder 1 Stack Sand, 8 Kohle. 1 Stack Sand, 8 Kohle. 1 Stack Sand, 8 Kohle. Zack, zack, zack. Und jetzt ist alles im Ofen. Hier auch. Da schmilzt schon fröhlich vor sich hin. Öfen habe ich genug. Ich habe jetzt noch einen übrig. Den behalte ich einfach mal im Inventar. So. Und dann kann ich mal das ganze Holz so weit hinbauen. Jetzt ist es auch wieder Tag. Sehr gut. Aber... ich trinke gerade mal einen Schluck auf dem Weg. So.